Noch 10 Stück davon. So viel habe ich sogar noch. Oder auch nicht, 7 Stück, okay. Müssen 7 reichen. Boah, wir haben doch bestimmt genug Papier. Jetzt zählen wir doch keinen hier. Wie viel Sugarcane haben wir denn? Ah, guck mal. Siehst du? Ach, da haben wir genug. Ja. Machen wir das so jetzt hier. Und dann kriegst du noch 1, 2, 3. Krieg ich noch da extra zu, dann ist gut. Tanks habe ich, die habe ich. Basic Filter habe ich. Brauche vielleicht eine Fluid, brauche ich nicht unbedingt. Ender Chest. Ender. Oh, nicht Blender, sondern Ender Chest. Da brauchen wir zwei. Eins, zwei. Wird die gerne aber einfärben. Dafür haben wir. Dann nehmen wir. Was nehmen wir da für eine Farbe? Ne, hier haben wir Farben. Dann nehmen wir. Grün nehmen wir als Farbe. Und Lichtblau. Blau nehmen wir noch. Was sind die anderen? Grün, Blau, Dunkelblau und das andere ist, glaube ich, Hellblau, ne? Ich weiß es nicht genau. Nochmal hier dran. Das heißt, das eine heißt Pest, genau. An dem müssen wir jetzt diese Shards machen. So. Haben wir das? Sollen wir da Schatz machen? Auch mal wieder Schatz. Ja, natürlich haben wir mehr davon, weil natürlich auch viel im Inventar davon liegt. Da wollte ich auch noch was mitmachen. Deswegen hat Centus mir auch so eine ganze Kiste gegeben, dass ich da ein bisschen mit arbeiten kann. Ich wollte mir dann so ein Farbding machen, weil ich halt viel Spandle-Cable brauche, aber ich kann auch noch viel vorbereiten. So, blau. Lichtblau. Und grün. Also wir werden viele Ender Chests nutzen, da wir so also standardmäßig rot ist, glaube ich, komplett rot ist Lava, weiß ist ME, das war ist jedem klar. Komplett schwarz ist momentan noch das Postfach hier. Aber das kann sich auch noch ändern. Ja, komplett rot. An der ist Ender Tank, komplett rot, Ender Tank ist das. Sie natürlich hier rausnehmen, ne? Wobei ich so machen kann. Oder machen könnte, dann nehme ich einfach die Item Conduits, schließe die an alle drei an. Soll ich hier nur Insert? Ich glaube, ich habe die da auf jeden Fall drin. Ich muss jetzt ME, wenn ich da jetzt rangehe, holt er mir zu viele raus. Zu viele von den Zeug. Barry, die brauchen wir. Die möchte ich weghaben. Und kann ich die, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Dafür brauche ich jetzt aber noch eine Chest. Ich mach mit der. Chest. Dann nehmen wir. Da so eine Dia-Chest. Natürlich nicht. Vielleicht zwei wieder. Weil ich immer gern zwei gleichzeitig brauche. Man meist parallel Sachen oder so. Kann man das ja verwenden. Nein, ob sie Chest nicht, da reicht die hier. So. Bin natürlich gespannt, wie jetzt alles funktioniert nachher. Oder ob es funktioniert überhaupt. Die bitte. Die bitte. Und die bitte. So. Ja. Hallo? Hallo? Danke. Extract. Gucken, ob jetzt schon anfängt. Ja. Extract. Und extract. So. Jetzt wird er ganz gemütlich hier alle rauspumpen und holt sich die roten. Holt er sich natürlich mehr rein. Das heißt, wir werden nachher am anderen Ende weniger Juice haben. Aber das macht gar nichts. Macht wirklich nichts. Da ja auch die ganzen Bären nachher alle rausgenommen werden, wieder das ganze System damit überfüllt werden, beziehungsweise in der Deep Storage. Und dann wieder ist es schon okay. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass es nicht weiterläuft. Deswegen auch noch mehr Deep Storage ist.
Die Ender Chest kommt. Da wollte ich sie nicht hinhaben. So, ich wollte die hier mittig haben. Oder in der Ecke. Ich glaube, ich setze sie in der Ecke. Dann kann ich immer noch was zurückschicken. Weil das ja, glaube ich, nicht nötig wird. Naja, gut, jetzt pumpt der ja natürlich. Ich nehme mal. Obwohl, brauche ich ja gar nicht. Soll da reinpumpen. Baubeutel. So. Nehmen wir natürlich noch ein. Zwei. Keine Ahnung, wie hoch. Bisschen blöd platziert. Moment. Die möchte ich da behalten. Sind sie da noch am Weg? Verdammt. Ich möchte das einfach da haben. Dann machen wir das so. Ich bin ja auch gar nicht mal. Doch. Jetzt müssen sie das andersrum setzen. Ist auch ein bisschen blöd. Lass mal so. Ich habe ja Pipes. Abgesehen können wir das ja machen. Zack. Zack. Den wieder hochsetzen. Hier, da machst du Extract. Da machst du laut, laut. Insert. Items rein. Ist einfach Insert. Machst du Extract. Ah, und gib mal Gummi. Er hat natürlich noch keinen Strom, den er jetzt kriegt. So. Jetzt kann der kleine Racker hier arbeiten, ich hoffe mal. Er arbeitet schon. Ah, er arbeitet schon. So. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst damit. Jetzt könnte man sagen, ja komm, schließe an, lässt weiterlaufen. Mache ich aber nicht. Ah doch, macht das sogar automatisch, okay. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Den will ich haben. Und machen wir so. Sieht natürlich ein bisschen blöd aus. Kleine mehr bescheiden aus. Ich glaube, das kann er verkraften. no fuel ist klar. Insert. Insert Items. Ne, ist das Items? Ne, ist das Strom, ne? Ja. Hier hat er schon die Dinger reingeflößt gekriegt. Ah, jetzt war ich hier unten noch nicht. Extract. Keine Ahnung, wohin. Extract, keine Ahnung wohin. Extract, keine Ahnung wohin. Extract, keine Ahnung wohin. Jetzt normal, wenn ich den jetzt anschließe, soll das funktionieren. Achso, er darf hier nicht haben. Ja, ist ja egal, hat er sowieso nicht. Können wir disablen oder so. Achso, da muss ich ja. Ja. So einmal machen. Und einmal so. No fuel ist klar, funktioniert noch nicht. Hier ist auch noch nichts angeschlossen. Hier kommt auch nichts. Okay. Extract. Juice, Filter, top. Den können wir da rein. Brauchen wir vielleicht noch? Ne, normal brauchen wir den nicht mehr, ne? Der lässt sich jetzt eigentlich. So weiterlaufen. Wieder mach. Dann haben wir Seed und Weizen.
Kisten haben wir. Ah, dann kommen diese komischen Bären kommen dann weg. Das ist ja dann okay. Was macht er gerade? Keine Ahnung. Ach, hat er voll. Davon hat er voll, okay. Jetzt Strom. Ja, Strominsert. Okay, hier bekommt er. Gut, die Leitung jetzt sind sie ganz voll gekriegt. Hat das jetzt hier schon reingepumpt? Ne. Oder? Ne, hat er noch nicht. Moment, Honig auch. Gibt es Rezepte?